Oh Leute, jetzt ganz genau zuhören. eWeber.com bietet jetzt mittlerweile sogar PS4-Spiele an, die ihr günstiger kaufen könnt, als ihr sonst gewohnt seid. Aus dem Shop, aus dem Laden, von Amazon oder. Das heißt, wenn ihr Interesse habt an einem geilen Game, nutzt den Code Shappy für 3%. Dazu kriegt ihr noch einen Euro hinterhergeschmissen. Und wenn ihr PSN-Karten braucht, klappt das genauso. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben heute alle News, die ihr braucht, damit ihr so in 2-3 Stunden kommt das Update online für die neue Season Apocalypse Z. So heißt sie. Ich glaube, das hat mehr mit dem Zombie-Teil zu tun, der jetzt neu dazukommt. Ich habe gesehen, da gibt es so eine Art Nuketown-Vorgänger-Map, die da mit reinkommt. Ihr wisst, ich bin kein Zombie-Fan, ich bin kein Zombie-Spieler. Alle Zombie-Fans können sich auf jeden Fall ein bisschen was gespannt machen. Da kommt einiges. Apocalypse Z kommt auf jeden Fall morgen für die PlayStation online. Xbox und PC, ihr kennt das, es tut mir leid, ihr müsst wieder eine Woche länger warten. Das ist der richtige Moment, um auf Gefällt mir zu drücken, wenn ihr wollt, dass es im nächsten Jahr nicht mehr so ist. Das heißt, like das Video auf jeden Fall. Ich bin nämlich ganz stark dafür, dass PC, Xbox, PlayStation alle zur selben Zeit alle Updates, allen Content komplett gleich bekommen. Auf jeden Fall, wir kriegen morgen das Update. Ich habe mal geguckt, was alles drin ist. Und aus den letzten Updates zu den neuen Seasons kann man ungefähr abschätzen, wie viel Gigabyte das Ganze haben wird. Ich vermute zwischen 11,5 und 18,5. Wir kriegen nämlich 2 neue Maps, einen neuen Spezi, 2 neue Modi im Blackout, 4 neue Waffen, ein paar neue Waffenvarianten, ein paar neue MK2-Varianten, ein bisschen Schnickschnack im Schwarzmarkt. Also von der Masse her ist es nicht so schlecht, aber bevor wir darauf eingehen, was wir genau bekommen, muss man da wieder sagen, das größte Problem ist eigentlich, so wie die letzten Monate immer wieder. Wir kriegen so einen Haufen Content gleichzeitig und das Ganze ist nach einer Woche leider ausgelutscht. So wie damals mit dem Reaper, mit dem Spectre, sorry, der Reaper kommt jetzt erst. Der Spectre, den haben sie cool gemacht, den haben sie cool animiert, so ein bisschen die Idee von Black Ops 3 abgeändert, da war ich sehr zufrieden mit. Aber mit den Waffen und allem, was dazu kam, alles innerhalb von einem Tag und nach einer Woche hatte jeder Content Creator und auch jeder Spieler im Prinzip so die Schnauze voll davon. Was wir jetzt aber bekommen, wir gehen mal aufs Einzelne ein. Auf jeden Fall haben wir den Reaper als nagelneuen Spezialisten. Ich habe das glaube ich schon vor 3 Monaten oder so gesagt. Wir kriegen erst den Spectre, dann den Reaper und ganz viele haben gesagt, nee, der Reaper kommt nicht, die Sense kommt nicht. Wenn ihr den Trailer jetzt gerade so im Hintergrund seht oder gesehen habt, je nachdem wann ihr einschaltet, seht ihr, die Sense ist da und der Reaper ist, ihr müsst ja bedenken, Black Ops 4 spielt theoretisch vor Black Ops 3. Er hat also nicht einen Arm, der zu einer Minigun wird, sondern er hat ein 50 Kaliber Flak-MG in der Hand oder an der Hand eher und so einen kleinen Schutz drumherum. Das heißt, die Spezifähigkeit wird dieselbe sein, wie sie in Black Ops 3 war. Finde ich ein bisschen traurig, dass man sich da nichts Besseres einfallen lässt, ist aber in Ordnung. Als zweite Sekundärfähigkeit konnte man im Trailer, soweit habe ich das jetzt gesehen, leider nicht erkennen, was er hat. Ich würde mir das C4 wünschen, ich würde es mir auch im Spiel wünschen. Aber, obwohl es mit dem Spectre Rising Update damals geleakt wurde, ist es bisher nicht drinne. Frag mich nicht, woran es liegt, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Reaper ist der nagelneue Spezialist. Wir bekommen 2 nagelneue Maps. Die allererste nagelneue Map ist Splash. Die kennt ihr ja aus den DLC-Maps von Black Ops 3. Splash wird so in 14 Tagen ungefähr online gehen und wird für jeden verfügbar sein. Und dazu kriegen wir eine zweite neue Map und das ist Havanna aus Black Ops 1. Das erste, was ich mir gedacht habe, jetzt haben wir so viel Black Ops 1 Remake Maps. Macht doch einfach ein Black Ops 1 Remake das oder Remastered. Das wäre wahrscheinlich 10-mal besser als das aktuelle Spiel. Aber wir haben Black Ops 4. Auf jeden Fall, Havanna kommt auch noch dazu. Leider weiß ich nicht ganz genau, ob jetzt in dieser Woche schon oder in der nächsten Woche. Und es ist auch bisher keine Info dazu gekommen, ob das für die Black Ops Pass Besitzer kommt oder ob das für alle ist sozusagen. Also jeder, der einfach nur das Spiel als Standardversion gekauft hat. Da haben wir auf jeden Fall 2 neue Maps, dazu haben wir den neuen Spezialisten, wir haben 4 neue Waffen. Wir haben die Argos aus Black Ops 3, wir haben die Shadow Claw aus den alten Black Ops Teilen, wir haben die M16 aus Black Ops 3, die übrigens 1:1 so aussieht. Und wir haben den Lefty, den kennt ihr, das ist dieser Zombie-Arm, mit dem ihr so rumschlagen könnt. Den gab es in Black Ops 3 schon, der kommt so in im Prinzip der gleichen Form in Black Ops 4. Und die einzige Waffe von den neuen Waffen, die man in dem Trailer sehen kann, ist tatsächlich die Argus, als sie darauf springen, dass im Blackout, da steht denn, die Kills machen Blackout dunkler. Ich weiß nicht, ob das ein neuer Spielmodus ist, sozusagen mit jedem Kill, den irgendeiner macht, wird die Karte dunkler oder ob das einfach nur Blackout in the Dark ist. Irgendwie sowas kommt da als neuer Modus, das heißt für alle Blackout-Spieler ist da auch ein bisschen neuer Content bei und die 4 neuen Waffen natürlich. Aber wenn man bedenkt, wie sie die anderen aktuellen DLC-Waffen, also die Peacekeeper und so, reingebracht haben im Blackout, wo man jetzt das Problem hat, dass man die nur im Blackout spielen kann, wenn man theoretisch die Waffe auch im Multiplayer schon gezogen hat,
bin ich aktuell sehr vorsichtig mit Treyarch und Activision, wie es nachher ablaufen wird. Ich glaube auch nicht, dass wir die vier Waffen einfach so bekommen. Wir werden wieder Geld dafür ausgeben müssen. Wahrscheinlich gibt es wieder ein Waffenbündel. Warum man so ein Triple Play macht wie in Black Ops 3 oder warum man es nicht macht, ist auch noch eine Frage. 100 Siege, da hat jeder von uns Spaß dran gehabt und dann kriegst du eine Nahkampfwaffe, eine Fernkampfwaffe und 10 normale Kisten oder so. Gibt es natürlich nicht, aber ich erwarte auch nicht mehr viel. Das sind auf jeden Fall die Infos, die wir bisher haben, die wirklich wichtig sind. Sharky ist ja mit dabei, der wird euch jetzt nochmal seine Sicht der Dinge dazu erzählen. Ich bin gespannt, was so seine Meinung dazu ist. Ich weiß, dass manche von euch und ich eine unterschiedliche Auffassung zu dem haben, was in Black Ops 4 eigentlich dazugehört und was reinkommen sollte und vor allen Dingen zu welchem Zeitpunkt. Also die Verträge, die sind eine nette Idee gewesen, aber wenn ich für eine Aufgabe 1000 XP bekomme, 8 Monate nachdem das Spiel da ist, dann ist das einfach schlecht. Da lässt sich leider auch nichts anderes zu sagen. Auf jeden Fall, das sind die aktuellen News. Ich hoffe, Sharky hat genau die richtige Meinung. Ansonsten mache ich nie wieder ein Video mit ihm. Also Sharky, ich sag's dir jetzt schon, mach was draus. Auf jeden Fall, Leute, lasst ihm und mir ein Like da. Ganz viel Spaß mit seiner Version der Dinge. Ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt sich so als fertiges Video nachher entwickelt. Und denkt dran, einige haben geschrieben, hey, du uploadest aktuell nicht so viel. Ich habe euch gesagt, Black Ops 4 finde ich scheiße. Wirklich scheiße. Ich habe in den letzten 10 oder 11 Tagen ungefähr 4 Multiplayer-Runden gespielt. Das Spiel macht einfach komplett keinen Spaß, deswegen füttere ich euch mit News und wenn ich wieder Interesse habe, dann kommt auch vielleicht ein bisschen mehr. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr euch vielleicht wünschen würdet, aber ich bin da strikt. Das Spiel ist scheiße, ich sehe nicht den Grund so zu tun, als wenn es gut wäre. Wenn jemand eine andere Meinung hat, ist das für mich in Ordnung, aber es gibt wichtigere Dinge für mich, als Videos über ein Spiel zu machen, was ich einfach schlecht finde. Und es ist für mich nicht nur schlecht, es ist, sondern Abzocke am normal denkenden Menschen. Deshalb aktuell etwas weniger, kommt bestimmt auch wieder etwas mehr. Vor allen Dingen, wenn wir irgendwann mal ein paar News zu MW bekommen, da ist aktuell gar nichts. Also ich mache mir schon ein bisschen Gedanken darum, noch keine Info zu einer Beta. Wir werden sehen. Ganz viel Spaß mit Sharky, ich bin raus, haut rein. Uff, also das war jetzt hart. Nie wieder ein Video mit mir, wenn meine Meinung nicht passt. Challenge akzeptiert, mein Freund. Also fangen wir an. Black Ops 4 ist das beste COD, was es je gab. Ich finde, wir brauchen definitiv mehr Sticker. Ich liebe Sticker. Ich finde, wir brauchen mehr Waffen wie die Argus. Allgemein mehr Shotguns. Shotguns sind doch einfach richtig geil. Oh, Digga. Mir wird ganz komisch gerade, wenn ich das sage. Nein, Cut geht gar nicht. Bevor ich jetzt meine Meinung zu dem Update abgebe, möchte ich euch noch kurz was zeigen. Das hier ist ein neuer und ein alter Skin. Könnt ihr nicht glauben, ist aber so. Und die Skins sind unterschiedlich. Schaut doch mal genau hin. Ganz genau. Findet da nichts? Ich gebe euch mal einen Tipp. Ich reiße das Ganze jetzt mal ein. Hier, da ist der Unterschied. Die Schere hat eine andere Farbe. Dankeschön, Treyarch. Das ist der Qualitätscontent, auf den ich gewartet habe, mein Leben lang. Was für ein Scheiß, Alter. So, Leute, Shappy hat euch ja schon das ganze Update erklärt. Ich bin quasi hier für eine Zweitmeinung, die wahrscheinlich keinen juckt, ist aber auch egal. Wenn du überhaupt bis hierhin schon mal angeschaut hast, das ist schon mal sehr ehrenhaft. Aber jetzt musst du uns auch ein Abo dalassen, weil ansonsten kommt eine ganze Horde Nomads und spawntrap dich die nächsten 10 Runden, wenn du Black Ops 4 spielst, mit DLC-Waffen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das Update ganz okay. Es ist eine Menge Content dabei, was positiv zu erwähnen ist, sind doch die zwei altbekannten Maps und die M16. Der Reaper ist da wieder etwas kontrovers, manche Leute haben ihn richtig hart gefeiert, manche Leute haben ihn nicht gefeiert. Ich gehöre zu den Leuten, die ihn definitiv gefeiert haben und ich finde es im Gegensatz zu Shappy auch gut, dass sie ihn nicht verändert haben, sondern quasi genauso gelassen haben, wie er denn war oder ist. So, und das war es jetzt auch damit, dass ich nochmal ein Video mit ihm mache, alles klar. Wobei auch Spectre, wie du gesagt hast, nicht wirklich groß verändert wurde. Ich meine, er rennt immer noch rum und schlitzt Leute auf. Nur, dass er jetzt einen kleinen Parkour-Kurs besucht hat und noch eine Vorwärtsrolle gelernt hat. Geil. Die anderen drei Waffen fühle ich leider nicht so hart. Ich meine, Shotguns bin ich sowieso kein Freund von. Die Shadowclaw fand ich in Black Ops 3 auch nicht so geil. Könnt ihr meine Meinung teilen oder nicht, ist jedem seins. Vor allen Dingen verstehe ich aber nicht, wieso brauchen wir noch eine Nahkampfwaffe? Ich meine, wir haben mehr Nahkampfwaffen, als es einen Knife Run an einer Lobby geben kann. Es reicht doch langsam mit Nahkampfwaffen. Dann lieber vernünftige andere Waffen reinbringen. Meine Meinung. Finde ich doof, ehrlich gesagt. Ich hoffe, es wird auch eine Möglichkeit geben, die ganzen Waffen kostenlos zu bekommen. Wer es glaubt, wir dürfen wahrscheinlich wieder hunderte Euro dafür ausgeben, um eine dieser Waffen zu bekommen. Oder müssen eine Menge Glück haben. Finde ich scheiße.
Es sollte eine Möglichkeit geben, alle Waffen kostenlos kriegen zu können. Ebenso kann ich mich nur Shappys Meinung anschließen, die PS4 kriegt Content zuerst, ist irgendwie komplett am Leben vorbei. Wir sind nicht mehr im Jahr 2013, wo es mit Xbox und PS3 noch so easy möglich war, weil die Xbox-Spieler halt nur bezahlt haben und PlayStation kostenlos war, sondern jetzt zahlen wir mittlerweile alle für Online-Content und sollten ihn noch alle gleichzeitig bekommen können. Aber Leute, bevor ihr jetzt wegschaltet, weil ich euch komplett zu Tode langweile, ich habe noch was ergänzend zum Update. Und zwar wird es noch eine dritte Map geben, die sich Nationalmuseum oder wenn man Englisch aussprechen will, National Museum heißt. Und es ist auch nicht sonderlich viel darüber bekannt, außer dass es eine Schneemap ist, soweit ich weiß, also mir zumindest nicht. Und man weiß mittlerweile, was Spectres Ausrüstung ist. Es ist nämlich das sogenannte Shroud. Ihr könnt euch das Ganze so vorstellen wie ein umgekehrter Sensor-Pfeil, also quasi, ihr schießt den Sensorpfeil auf einen bestimmten Bereich. Dieser Bereich wird dann halt vor den Drohnen geschützt oder vor der Drohne geschützt und du kannst da nicht von der Drohne erfasst werden, also die Gegner sehen dich nicht auf der Karte. Also quasi ein mobiler Geist, kann man so sagen. Sollten noch Infos fehlen, Leute, dann schreibt es bitte in die Kommentare, denn wie ihr euch denken könnt, damit das Video so pünktlich hier rauskommt, noch vor dem Update, müssen wir das Video ja wirklich einen Tag vor dem Update spätestens aufgenommen haben. Aber bevor das Ganze jetzt zu lang wird und wirklich noch Leute einschlafen, weil ich so eine beruhigende Stimme habe, nein, Spaß, freut mich, wenn ihr sowas schreibt, werde ich das Ganze hier jetzt beenden. Ich bedanke mich bei Shappy, dass ich wieder mal dabei sein durfte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nicht vergessen, liken, abonnieren, kommentieren. Ich bin raus, haut rein.